Also, ich könnte jetzt natürlich sagen, dieser Film war das, was ich schon immer machen wollte. Stimmt aber nicht. Dieser Film ist sprunghaft entstanden, so wie ich auch lebe. Es war eine Idee. Ich hatte im amerikanischen Fernsehen Dark Shadows gesehen, eine Schwarz-Weiß-Serie mit Vampiren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber irgendwie fand ich das toll und dachte, Anfang der 80er Jahre, Mensch, die laufen doch hier sowieso alle rum wie Vampire, alle so schwarz gekleidet, weiß gepudert, schwarze Augen, alle immer nachts unterwegs. Und da kam diese Vampir-Idee in mir auf und ich war gerade in New York und bekam Filmmaterial geschenkt und dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Idee. Ich hatte ein paar Freunde in New York, die wohnten in verwunschenen Häusern, die sie mir großzügig zur Verfügung gestellt hatten. Und habe dann auf einer Dachparty einen Fahrradboten kennengelernt, der auf einer Bolex 16 mm Kamera experimentierte und schöne Sachen drehte. Und der hat da seinen ersten Job gekriegt. Und den habe ich später dann auch, als ich den Film finanziert bekam, nach Deutschland geholt. Der ist inzwischen Regisseur und hat irgendwie ganz viele Angestellte, sitzt irgendwo in New York, also hat eine richtige Karriere gemacht. Genauso wie der deutsche Kameramann Clemens Becker, der irgendwie bei großen Produktionen jetzt Kameramann ist und der damals, wie ich glaube, der Einzige war, der wirklich richtig Ahnung von Technik und Lichtaufbau hatte. Ich hatte immer eher so eine ästhetische Idee und der Jeff hat immer mit der Kamera probiert, wie gehe ich rum, wie mache ich das. Und ich erinnere mich an eine Szene, da sagte ich, so und so muss das Licht sein, auf Englisch. Daraufhin sagte Jeff, what does she want, zu Clemens. Clemens sagte, I don't know, but we're gonna do it. Also niemand wusste, warum ich das so wollte, aber sie haben es getan, sie haben es gemacht und das war toll. Wir haben ein tolles Team gehabt, wahnsinnig engagierte Leute. Wir haben uns nicht vorbildlich verhalten. Wir haben gedreht, 14, 16 Stunden. Dann haben wir die Nächte durchtanzt und durchsoffen und gequatscht und in irgendwelchen Wohnungen gehaust. Und dann den Wecker gestellt und nach 2 Stunden alle wieder aufgestanden, die Maskenbildner, also es war ja teilweise dann eben auch Marianne Rosenberg, die haben hart gekämpft, um unsere Gesichter einigermaßen in Form zu bringen. Aber wir haben dann weitergearbeitet. Klar, wenn ich den Film heute anschaue, sehe ich die ganzen Mängel. Ich sehe bestimmte Gedankensprünge. Ich sehe, naja, da hätte man klarer sein müssen, da kürzer. Aber ich sehe, dass der Film eine eigene Sprache hat. Trotz allem, er hat eine eigene Form, eine eigene ästhetische Sprache. Und zwar genau durch diesen Mangel, den wir hatten. Wir hatten wenig Geld, wir konnten nicht wahnsinnig teures Licht leihen. Wir haben improvisieren müssen. Wir haben, ja, wie gesagt, diese Schnüre immer verstecken müssen, weil wir das gar nicht abdecken konnten, richtig. Wir haben gekämpft, jeden Tag. Mit dem Mangel eigentlich, mit dem, was wir hätten haben müssen und nicht hatten. Aber genau das macht jetzt für mich diesen Reiz aus. Manche Bilder erinnern an so ganz dramatische Stummfilmposen und da kann man sagen, mit dem Mut der Verzweiflung ins Licht und drumherum alles dunkel. Aber es hat eine eigene Ästhetik, einen eigenen Reiz, eine eigene Spannung. Und die Idee der Geschichte, dass. Ja, wenn man heute jetzt an die ganzen Vampirfilme denkt, die jetzt kommen, sind das so Teenager-Fantasien. Ja, da komme ich, liege nachts im Bett, da kommt dieser toll aussehende Typ und gut, der küsst mich nicht, der hat keinen Sex mit mir, aber der beißt mich halt super. Und die sind natürlich dann irre fotografiert und ganz aufwendig gemacht, aber die Geschichte ist eigentlich dünn. Ein paar andere gibt es, die haben auch versucht, den Biss als etwas anderes zu setzen. Und nicht immer diese schreiende Frau, mit, und jetzt gehören wir zu den ewigen, wie heißen die, die nie sterben können, die Untoten oder ich weiß nicht. Nein, ich hatte, und da denke ich, vielleicht war ich in der Zeit zumindest, in dieser Periode der Zeit die Erste,
die also ganz klar gesagt hat, also hört mal, der Vampirbiss und die Vampire sind eigentlich toll. Nicht alle, die auf dem Schloss, das sind die Abgetakelten, die Alten, die sich nicht mehr selbst erneuern, die sich auf dem, was sie geschaffen haben, auf ihrer eigenen Erneuerung ausruhen und dabei zu Veteranen werden. Aber es gibt Vampire, für die ist der Biss einfach das Symbol der Befreiung aus einem Leben, wie ich sage, eingeschnürt und abgepackt. Und es ist dann ganz toll, wenn man so lebt und plötzlich kommt jemand, macht so und man sieht, wie man lebt. Man kann auch dann so einen faden Verlobten mal einfach wegjagen und wild und frei leben, selbstbestimmt leben, auch als Frau, wie Silvana das dann tut. Und außerdem hat Silvana ja noch diese Botschaft oder diese, ja, also missionarisch möchte ich nicht sagen, weil dazu ist sie zu inkonsequent, Gott sei Dank. Aber sie versucht dieses wahnsinnig glücksbringende, tolle Moment der Befreiung ihren besten Freunden zunächst zu geben, die alle das Signal nicht verstehen. Und sie will nicht wie die klassischen Vampire im Film schlafende, ahnungslose überfallen und dann verändern, sondern die sollen das Wollen selbst spüren und dann auch selbst tun. Der Biss ist sozusagen der Katalysator, Initiation. Und das war die Parabel an der Geschichte, die mir wichtig war, dann mangels Masse an Freunden werden es dann Bankbeamte und irgendwelche Zufallsbekannte in Parks, keiner will. Und der, der am Schluss schließlich gebissen wird, der sagt, hast du meine Mark. Also das ist eine Anspielung auf die Punkzeit, der eben alles egal war und die wieder ganz andere Normen und Gesetze hatte. Das heißt, da stellt sich also das auch nochmal selbst wieder in Frage. Und dieses Symbol, die Parabel der Gesellschaftssatire, das Hinschauen auf die Gesellschaft, war etwas, was mir da auch wichtig war. Teilweise hätte ich das klarer zeichnen können, schauspielerisch. Das sind alles Freunde von mir gewesen. Mein Anwalt hat einen Anwalt gespielt, mein Zahnarzt hat einen Zahnarzt gespielt, meine Freundin hat meine Freundin gespielt oder meine Gegnerin. Oder mein Bruder pickt mich auf im Toyota-Bus, also es waren alles keine Schauspieler. Das ist natürlich schwierig und dadurch hat es etwas Laienhaftes, aber sie haben mit Werbe gespielt, mit Begeisterung und eben teilweise sich selbst, was dann auch eine Stärke hat, was natürlich dem normalen Film- und Schauspielerbetrieb entgegengesetzt ist, aber was dem Film für mich einen Charme gibt, einen Reiz, weil das sind so einfach Typen. Und die waren Ausdruck dieser 80er Jahre. So lief man da rum, so ließ man sich die Zähne bohren, so träumte man von einem anderen Leben. Und das hat der Film ausgedrückt. Er ist sicherlich kein Symbol für etwas ganz Großes, cineastisch-filmisches, aber hat so einen ganz minimalen kleinen Stellenwert als etwas, das so da in einer Nische kauert und ganz witzig ist, ganz schön fotografiert und durchaus verdient, dass man sich den nochmal anschaut, oder? Jetzt kannst du nicht mehr, wa?